Grüßt euch, hallo. Wir wollen euch heute den neuen Rollkomposter bei uns in der Werkstatt vorstellen, weil wir ja auch eine Trockentrenntoilette bei uns haben, die ist hinter dieser Tür, und eben auch unsere Wechselbehälter mit dem Stuhlinhalt natürlich verwerten wollen, beziehungsweise in Wertstoffe, halt in Humus halt umsetzen wollen, haben wir uns gedacht, bauen wir uns einen Rollkomposter, der gleichzeitig eben auch als Sieb funktioniert. Ihr seht also hier auf der Oberfläche diese Löcher, die mit Gummiringen halt versetzt sind und die eben, wo innen drin eben der Rollkomposter arbeitet. Dort drin sind Leisten eingeklebt, das zeigen wir euch gleich, die halt dann den Wurf des Materials gut gewährleisten. Die Einfüllklappe haben wir einfach als eine Klemmblende aus Edelstahl konzipiert, haben vorher ein Loch ausgeschnitten und eben hier mit einer Klemmvorrichtung eben hier diese Passung gemacht, auch mit Löchern versehen, dass eben auch das Material gesiebt werden kann. Das heißt, wir können dann mit einer Bütt dann eben das Material entsprechend hier im unteren Bereich dann sieben und dann als Humus ernten. Genau. Wie machen wir das hier außen dicht, dass wenn wir das Material rollen, dass wir kein Material nach außen dringt? Dafür haben wir diese Schellenblende benutzt. Diese Bügelschellen hier sind einfach so genau gefertigt, dass einfach der Bügel, diese Bügellasche, diese drei Stück, eben eine Ringmanschette halt bilden, die einfach auch in dem Ring dann hier mit den Gummiaufsätzen, mit den Gummiringen gut abschließen. Wie ist jetzt das Innere aufgebaut? Dazu lösen wir jetzt mal hier die Blende aus dem Komposter. Ihr seht, es klemmt wunderbar. Einmal abgelegt. Und dann besteht der Komposter aus einem Rollkomposter, Schnellkomposter, aus einem Innenrohr, das perforiert ist. Das ist ein Fünferrohr. Ihr seht die Perforierung im Außenmantel. Und dieses Rohr im Inneren hat oben, unten, seitlich, rechts und links Löcher. Das ist ein Fünfer-Abflussrohr. Und hier größere Löcher, einmal rechts und einmal links. Mit einfachen Winkelschellen eben montiert. Und so hat man jetzt hier nämlich die Möglichkeit, Flüssigkeit einzufüllen. Und zwar mit einem Siebaufsatz. Und kann eben hier zum Beispiel effektive Mikroorganismen oder den Urin quasi auch stückweise einfüllen. Man kann auch Kaffee für die Beschleunigung sozusagen der Mikroorganismen kann man einfüllen oder Schwarztee in dem Fall. Genau, also das ist jetzt mal der Aufbau unseres Trommelkomposters, Sieb- und Trommelkomposters. Ja, und was werden wir heute jetzt machen? Wir werden also jetzt hier diese Komponenten mal einfüllen. Wir haben auf der rechten Seite den Kaffee. Hier haben wir effektive Mikroorganismen schon mal vorbereitet. Hier ist Aktivkohle drin. Hier ist der Stuhlbehälter aus unserer Trockentrenntoilette. Und hier haben wir nochmal ein bisschen Äpfel gesammelt von dem Apfelbaum von unserer Werkstatt, der einfach faulige Äpfel schon hat. Und die würden wir pürieren, klein machen, zusammenmischen, alles gemeinsam in diese Öffnung vom Trommelkomposter schließen
und das Material eben anfangen zu, ja, sich mischen zu lassen. Soweit der erste Teil und wir melden uns gleich jetzt wieder mit dem Part, wo wir alles zusammengemischt haben im Rollkomposter und ja, dann die ersten Wurfversuche machen. Bis gleich. So, zweiter Teil. Wir haben jetzt alles Material eingefüllt, bis auf den Flüssigpart. In dem Falle hier Aktivkohle, Wasser mit effektiven Mikroorganismen. Und das heißt, wir füllen zunächst eben die Trockenstoffe ein und füllen eben jetzt hier das EM mit in den Rollkomposter ein. Man hört schon. Und ja, lassen es quasi jetzt mal rollen. Wir hören, das Material arbeitet und dafür ist es auch gut. Behälter ist auf alle Fälle schön dicht, dass er schön weiter arbeiten kann. So, füllen wir noch mal weiter ein. So, drehen noch mal. Soweit jetzt unsere Möglichkeit, hier in der Werkstatt schnell Therapreta herzustellen mit unserem Rollkomposter, den wir dann später auch als Sieb verwenden können, um eben hier Humus herzustellen. Soweit, wir danken euch und sagen bis dann. Tschüss.